Jetzt beginnt die zweite Phase, um CETA zu verhindern. Und die findet jetzt im Europäischen Parlament statt. Auch in dieser Phase kannst du aktiv werden. Da kommen wir ins Spiel und da kommt auch ihr ins Spiel. I would encourage everyone to contact their MEP and try to get a meeting in person. You should talk to your member of European Parliament or your member of your national government, because this is the only time you have left to make a difference and to challenge this agreement. Sunt în apropierea Parlamentului European, unde tocmai am fost în audiență la europarlamentarul român Norica Nicolai. Hoje encontramos três eurodeputados portugueses. So we're here to speak to as many MEPs, and we have had many MEP meetings. Este primeiro tratado, estava claramente a favor do tratado, mas mesmo assim, puxando nas perguntas, nós realizamos que não tinha mesmo todas as respostas às nossas perguntas. Am întâlnit o persoană comunicativă care are la rândul ei foarte multe dubii referitoare la acest tratat și care a decis să spună nu. Sobre três deputados, dois estão completamente contra o tratado e querem que isto não entre em vigor, mesmo provisoriamente. A fost o experiență plăcută, intensă și care ne încurajează să ne facem mesajul mai departe auzit în rândul europarlamentarilor români. One thing that I learned today from meeting with my MEPs is that they do care about CETA, but it's not their main priority. So let's make it their main priority. Es ist wichtig, dass sie merken, dass wir nicht locker lassen. Wir werden CETA verhindern. Wir wollen dieses Abkommen nicht, und die Abgeordneten müssen auch spüren, dass die Menschen, die sie erwähnen, dieses Abkommen nicht wollen. Also sei dabei. Denn es ist ganz einfach, sich mit seinem Abgeordneten und ihrer Abgeordneten zu treffen. Ihr müsst dafür nicht extra nach Brüssel kommen, ihr könnt es auch in Deutschland machen. Alle Abgeordneten haben ihren eigenen Wahlkreis. Ihr könnt da anrufen, ihr könnt vor Ort vorbeischauen. Es gibt Bürgerinnen-Sprechstunden. Ihr könnt ihnen E-Mail schreiben und ihr könnt natürlich auch den CETA-Check nutzen. Der CETA-Check ist ein Tool für Bürgerinnen und Bürger, um in direkten Dialog zu treten mit den Abgeordneten. Keep contacting, keep asking questions. This is European Parliament. This is not something that just protects the big business. Stop CETA. Stop CETA. Stop CETA, jetzt heute für ein für alle Mal.